Freunde. Mein Mund ist trocken. Ich brauche Wasser. Hassan. Ich brauche Wasser. Wasser. Hassan, klär das mal jetzt ohne Spaß. Hassan, wir brauchen Wasser. Wasser. Was heißt Wasser auf Montenegrisch? Wasser. Water. I need water gymnastik. Uchin, ich gucke jetzt, wie viel Grad wir haben. Alle Siki! 31er Grad, ne? Nur Sonne, Land. Hallo, okay, ich bin leise. Ich halte meine Fresse für immer. Ich bin leise. Ich kann Luft, ich habe meine Rippe geschlagen. Gut, ich mach weiter für dich. Alle Siki! Ey, wir distanzieren uns hier erstmal von Gewalt. Ich sag's euch, wie es ist, Digga. Guck mal, wir machen jetzt den ultimativen Plan. Wir gehen noch kurz in den Strand, okay? Ich will nur kurz meinen Zeh reinstecken in den Strand. Nur meinen kleinen Zeh reinstecken. Ich will nur eine Wassermelone. Boah, eine Wassermelone. Und dann fahren wir nach Albanien, Digga. Wo soll Albanien? Irgendwo, wo sind wir? In Uchin, in Chabo Beach. Freunde, dieser hier, der hat mich einfach 25 Euro gekostet, ja? Was ist der Plan jetzt? Wir wollten eigentlich heute auch noch hier bleiben. Aber es wird nichts. Es wird nichts. Wir haben schon alles gesehen. Wir haben eine Shisha gehoben, wir haben Wassermelone hier gegessen, wir haben was zu trinken bekommen, wir waren ins Wasser, wir sind Jetski gefahren. Jetski sind wir gefahren. Wir wurden nett begrüßt, wir wurden auch verarscht. Wir haben eigentlich jede Emotion erlebt, die wir hatten eigentlich, ne? Stimmt oder stimmt nicht? Erzähl mal, was bei Jetski passiert ist. Jetski? Muss ich dir vorstellen? Er sagt, Kühe, komm, geh nach vorne. Tamam, wir gehen nach vorne. Ich mache die ersten Moves und so. Bruder, ich gebe Gas. Ich mache einen Move. Ich höre nur noch, Hassan, stopp. Er macht den hier. Ich sehe nur noch von Seite, Mert macht den hier. Pop. Er ist im Wasser. Ich bremse. Ich sehe nur noch Mert. Also, meine Rippe. Ich schwöre, ich bin mit meiner Rippe als erstes aufgeklappt. Ich dachte, ich habe keine Luft mehr bekommen. Er ist so. Geht wirklich gerade ins Wasser. Der Idiot, er denkt, es Dings, BMW 3, ja, E46 am Manöver. Er driftet, ja? Und er sagt, hö, warum lässt du denn los? Junge, weil ich bin abgesprungen, weil ich nicht wollte, dass das Jetski umkippt, ne? Was soll denn passieren, wenn der Jetski umkippt? Bruder, nix. Werden wir umgebracht oder was? Dann sollen die uns umbringen oder was? Lass mich mal mein Essen jetzt genießen, Jo. Hier ist ein Stream-Sniper. Was geht? Grüße gerne raus in Zürich. Du auch Albaner? Genau. Du siehst gar nicht aus wie ein Albaner. Wir haben die Albaners gefunden. Wo sind unsere Albaners, Digga? Albaner. Stabil, mein Bruder. Ich hab den ultimativen Masterplan. Walla. Wir sind jetzt in Uchin, ne? Die Leute müssen da draußen wissen, wir sind in einer Konstellation, die es so eigentlich normalerweise nicht gibt. Hassan ist sehr, sehr deutsch geprägt. Das bedeutet, er ist ein sehr, sehr... Also warte. Soll ich dir meine Kanackenseite zeigen? Warte kurz. Das bedeutet, er ist ein Genießer. Ich bin Libanese, ich bin anpassbar. Er ist so, wir haben gerade bestellt. Jalla Jungs, wir müssen ja nicht geil. Da gucken wir mal. Hat die Shisha bekommen. Weißt du, was ich meine? Walla, das war stark. So, ist nicht so? Auf Punkt. Walla, wir haben bestellt. Junge, lass mal jetzt los. Er doch nicht mehr den Plan. Bruder, Fast Life, Habibi, Fast Life. Ich schwöre, aber Fast Life auf nicht diese normale. Du bestellst, das Essen noch nicht da, ja, dann müssen los. Okay, dann fragst du ihn, wohin? Ja, wir müssen den Plan jetzt machen. Ein Zug. Ja? Du fragst ihn jetzt, wir müssen den Plan machen, den Plan. Was ein Zug? Ich habe noch nicht mal geraucht. Ich hab eine Story gemacht, fake. Auf jeden Fall, ich sag euch jetzt den Plan. Wir fahren von hier nach Tirana. Weil wenn wir nach Istanbul fahren, müssen wir durch Tirana. Wir fahren daran vorbei, oder nicht? Nein, wir fahren direkt durch Tirana. Wollen wir hier essen? Was soll ich hier in Mazedonien essen? Schweinefleisch mit Schweinesoße oder was? Uchin ist muslimisch. Nein, Bruder, wir müssen direkt durch Tirana, Bruder. 2,5 Stunden sind wir in Tirana, Bruder. 2,5 Stunden. Wenn wir jetzt losfahren, sind wir um 8 Uhr da. Ich bin dabei. Yalla, komm. Warum, was willst du jetzt noch machen? Ich muss noch kacken und einmal rein. Dann geh erst da rein und dann geh kacken. Danach geh duschen. Oder aber geh rein, kack da und du bist fertig. Ich muss noch die Pfeife nehmen. Zeit sparen. 1100 Kilometer, laut Navi sind wir 9 Uhr da. Ich denke mal, wenn wir jetzt noch Pause machen in Tirana, wir sind um 12 Uhr perfekt check-in im Hotel, Digga. Wir sind jetzt an der Grenze. Hier ist jetzt ein bisschen Stau. Diesmal machen wir nicht den Fehler. Beim Rausfahren 5 Euro,
3 Banien gibst du 10 Euro. Außer 5 Euro, das ist Beleidigung, die werden uns erst recht ficken. Ich habe keine 10er. Ich gebe kein Geld, Land hier. Ich gebe kein Geld, ja, Bruder. Gib kein Geld. Ich gebe kein Geld. Ja, Walla, ja, ich gebe ja, kein ja, Geld. Ja, fertig dann. Aus. Ah, sollen die mich kontrollieren? Und dann, was wollen die finden? Halbe Stunde verlieren wir. Ist mir scheißegal. Eine Stunde. Ist mir scheißegal. We have card from Montenegro. We can use in Albania. I don't think so, you know, because they are different companies. Only if it's a tourist pair. Okay. Please, please. Internet. Please. Yeah, yeah, internet. You, the internet is activated. You can activate it, internet? Yeah, okay. Freunde, ich bin so sauer. Was ist das hier? Das Fleisch, Digga. Sieht das halal aus? Junge, das ist ein Hund einfach, ja. Oder ich habe Angst, hier in den Arsch zu werden. Yeah. So maximal schlechte Laune. Ja, hast du schlechte Laune, ja? Maximal schlechte ja, Laune. Was dann passiert, man? Erzähl es uns doch mal. Ja, ja? Erzähl es. Ich wollte nach Tirana, ja? Ja, wolltest du Ich wollte nach Albanien. Ja, wolltest du nach Albanien? Achso, du wolltest nach Albanien, ja? Ja. Ah, okay. Und auf dem Weg dahin, ich habe hier zwei Nix-Nutze. Ich fahre die ganze Zeit, vielleicht merkt ihr es in den Vlogs, also, dass ich die ganze Zeit alleine fahre. Tirana müsst ihr euch vorstellen, geradeaus geht's nach Tirana, aber unser Navi zeigt so einmal so außenrum aus Tirana. Und ich check mit der Arme Scheiß drauf, ich guck nicht auf mein Navi, ich fahr einfach geradeaus in Tirana rein und dann finde ich schon ein Restaurant. Was passiert? Geradeaus ist gesperrt, man kann nur außen rumfahren. Ich sag diesen zwei Nix-Nutzen, ey, findet mal ein Restaurant, macht direkt Navi an. Yeah, ich will keine Zeit verlieren. Okay, okay. Was macht dieser fette Warzenschwein? Er hört irgendeinen Podcast, hört er bei Spotify. Yeah. Der andere schläft. Ja. Yeah. Und ja. Ach so, okay. Ja. Und jetzt sind wir schuld, weil da eine Baustelle war. Jetzt, wir sind fast Griechenland, Grenze Griechenland sind wir fast, 100 Kilometer noch. Ich habe gerade irgendwo angehalten, ich wollte essen, jeder hat mich so komisch angeguckt, ich habe 20.000 Euro Bar dabei, ich habe Angst, dass sie mich in den Arsch... Deshalb bin ich jetzt wieder weitergefahren. Fertig aus. Das ist die Story. Das ist Albanien gewesen, diese... Das krass. Fünf Minuten einfach. Wir waren krass in Albanien, Digga. Das, ich wollte unbedingt... Ich habe mich auch gerade gefragt, warum haben wir diese ganzen Filme gemacht? Walla, Bruder, ja, walla. Wir sind diese ganze Strecke, ganze Umweg gegangen, nur damit wir einmal in Albanien landen. Was haben wir gemacht? Wir sind nicht mal ausgestiegen. Ist dir das bewusst? Walla. Und dann wollte ich da gerade einfach an so einer Ecke, war so ein Laden, so Dönerladen-mäßig. Ja, ja, Dönerladen. Wenn die Leute das gesehen, ich hoffe, meine Mutter, das war kein Dönerladen. Es war irgendeine Ecke von einer Ecke, die Ecke. Dort saß einfach 6 Leute her und jeder hat schief geguckt. Ah, bitte, gibst du Essen? Nein. Ja, guck mal, die beiden warten schon nur darauf, Dings. Das war's. Freunde, ich melde mich, wenn ich irgendwo anhalte, irgendwas Dings mache. Ich bin gerade richtig sauer auf die beiden. Till. Nur auf die beiden. So, Freunde, ich habe jetzt einen kleinen Kiosk gefunden. Ist mir scheißegal, Digga, bevor ich ihn verhungere. Wie geht's? Yeah. Was nehmen wir? Ich nehme das einmal. Croissants, wichtig. Nimm. Wichtig. Sehr gut, stark. Ich nehme einfach eine grüne Fanta, Digga. Ja, das ist unser Essen jetzt für 10 Stunden. Und diese 10 Euro brauchten wir, ne? X. Boah, Junge! Grüne Fanta in Albanien, Junge! Das ist unser Essen hier in Albanien, ne? Guck mal. Gib das meins. Du bist auf Diät. Das war's einfach. Wir fahren jetzt weiter nach Griechenland. Wie geht das, ja? Krass. Was eine Mogelpackung, Junge! Was eine Mogelpackung! Bitte, was eine Mogelpackung! Guck mal bitte hier. Krass, Alter, nach Albanien 5000 Kilometer gefahren, damit wir eine Chips, ein Red Bull, eine Fanta und Mini-Croissants essen. Verstehst du den Film? Und ich würde das nochmal machen. Was passiert? Wie, was passiert? Was? Ach so, was ist passiert, Digga? Stimmt's, ist an der Grenze? Wir sind an der Grenze! Ja, sowieso schlechte Laune. Ich geb dem Mann 10 Euro, ich tu 10 Euro in diese Federmappe. Ja, damit das schneller geht so. Er gibt dir zurück. Er hat diese 10 Euro, er hat mir fast eine Schelle gegeben. Danach, wir sind in Griechenland, ich fahre falsch. In Grenze fahre ich falsch. Ich muss umdrehen. Danach fahre ich noch aus Versehen da, wo LKWs sind. Die denken, ich bin auf Drogen. Der Mann sagt, wohin? Istanbul. Und ich muss lachen, weil ist doch Krieg, ja, ne, so einer also auf den. Jetzt beef. So einer auf den, so, Fitna. Dicke Luft, dicke Luft. Gibt's doch dicke Luft, ja, ne, zwischen Griechenland und Türkei. Ich hatte Angst, dass der Mann sich getriggert fühlt, dass ich sage Istanbul, so, weißt du, was ich meine? Will gar nicht produzieren, so. Er liest Namen vor. Danach, er sagt Ekinosan, mein Bruder labert, er wird einfach. Digga, er wird einfach türkisch mit dem Mann, ja. In Griechenland, Junge. Wie lange brauchen wir, wie viele Kilometer nach Thessaloniki? Wo, was? Ach, ich muss auf jeden Fall pissen. Ich kann nicht mehr. Hallo. Hi. Gib mal genau 1,40 Euro daraus. Ne? Oder gib doch 1,40 Euro. Digga, die wechselt doch. Schmeiß mal dieses japanische Geld weg, ja? Bye, bye. Ich
Ich hab verkackt mit Albanien, ich sag's euch, wie es ist, Digga. An alle Albaners, Junge. Wo sind die Albaners, Junge? Ja, ich hab verkackt, Bruder, ja. Einfach an euch vorbei. Besser gesagt, nicht ich. Ich wollte rein, aber die zwei haben verkackt, Bruder. Junge, dein Navigationssystem, wir konnten nicht in die Stadt rein. Verstehst du das nicht, ne? Bruder, ich will auf jeden Fall einfach nur irgendwo anhalten. Ich muss erstmal richtig pissen. Danach muss ich Pause machen. Ja, mir ist scheißegal, wer weiterfährt. Jalla, ciao. Wir mussten jetzt raus von der Autobahn. Halbe Stunde Umweg am Anakem, weil die nicht vernünftig getankt haben. Und Hassan, dieser Fettsack, die ganze Zeit zu schnell gefahren ist und Tank verbraucht hat. Jetzt mussten wir vor Türkei nochmal tanken. Und Hassan schläft die ganze Zeit drin. Ich werde jetzt extra die Tür die ganze Zeit zuknallen, weil das hat er bei mir auch gemacht. Ich wollte einmal schlafen, ich bin die ganze Zeit gefahren. Also die machen 10-mal die Tür auf und zu. Guck, was ich jetzt machen werde. Die ganze Zeit. Lass ihn nicht schlafen, Digga, ist mir scheißegal. Lass mal reintun einfach. Hast du einen 20-Euro-Schein? Ja, nimm doch einen Fuffi einfach, ja. Ich hab nichts mehr. Kein Fuffi, nix. Diese, gib mir Fuchs. 10 Euro, wir brauchen einen Fuchs. Ich habe doch keinen Fuchs, du Hund. Ich habe doch keinen Fuchs. Alles Kleingeld brauchen wir, alles Kleingeld. Ich komm damit keine 100 Kilometer mehr, ja. Ja, mein Schwanz reicht das bis zur Türkei. Keine Ahnung, tank Diesel, mach Motorschaden, ist mir scheißegal. Wir sind sowas von gefickt. Ja, Tamam, okay. Jetzt passiert was. Tamam, mach frei. Ah, 25 Euro an. Tamam. Tamam, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ja. Die haben Angst. 2,20 Euro. Aus der Erde. Tanken wir? Aus der Erde holt er das raus. Schlauch hier. Junge, hör mal auf, Fax zu machen. Hör auf, Junge. Hör auf, Junge. Ich will einfach tanken, Junge. Da kommt doch nichts raus. Ihr seid auf dem Schlauch. Ihr seid auf dem Schlauch, ihr Schwänze. Walla, da kommt das wird langsam, weil du mit einem 3 Tonnen auf Schlauch bist. Internet. Ja, Bruder, sich. Bruder, bitte lass einfach reingehen. Ja, wir sind gleich im Hotel. Digga, könnt ihr nicht 2 Stunden ohne Internet, Alter? Navigation. Ist schon an. Nein, das ist Istanbul. Ja, Bauschans. Also, gib mal hier 50 Euro, damit die uns mit Kolonne zum Hotel begleiten. In Europa. Dann aus meiner Seitentasche ist so ein graues Portemonnaie. Ey, Jungs, ich muss kacken, Digga. Und in der Türkei gibt's nur diese Plumpsklos, Digga. Boah, ich freu mich richtig. Bruder, hier kommt einfach einer. Wir sind nicht mal über die Grenze lang. Wir warten hier noch, ja? Wir warten hier noch. Er sagt, mach Kofferraum auf. Hol die Taschen raus. Mach auf, mach drunter, was ist unten? Doch selber, nimm meine Tasche, mach was du willst. Kommandier nicht mich rum wie so ein Hund, Digga. Und da labert er, was hat er gesagt? Tamam. Und geht weg. Und ich hab da 5 Taschen auf dem Boden wie ein Bastard in jede reingeguckt, Digga. Trinkgeld, flöten gegangen. Tut mir leid, ich wollte von Herz geben, aber wegen ihm, nein, danke. Bruder, es gibt einfach Menschen, die denken, die sind krass. Er ist nicht mal Polizist oder aber so, ha? Das ist nicht nur hier bezogen, auch die anderen Länder. Ja, allgemein, egal. Ich schwöre, hätten wir ihn Geld gemettet. Soll er mich nochmal eine Stunde kontrollieren? Guck mal, wie er da rumläuft. Walla, wie er mich provoziert gerade, Digga. Er denkt, er ist Muchter hier. Und es hört einfach nicht auf, ja. Wir sind schon bei 700. Digga. Bruder, und jetzt musst du überlegen, die Leute verdienen 3000 Lira hier im Monat, ne? Na, oder nicht? Ja. Ist dein Volltank jetzt? Nicht mal. Wir sind bei 800. Es hört nicht mehr auf. Er macht die Scheibe gerade sauber. Ja, halt mal. Gib ihm mal so 100 Lira oder so. Wie hat sich spielt? Wie hat sich spielt? 1, 5, 20. Ich will einfach bei dem ersten Laden, wo es Sucuk no Toast gibt, anhalten und auf der Autobahn sogar in der dreckigsten Stelle von der Türkei, wo niemand essen würde, will ich ein Sucuk no Toast essen. Hey Jungs, hier gibt's nichts zu essen. Aber nee, hier ist zu. Warum? Milchschnitte? Egal, das ist in der Türkei, wir müssen Milchschnitte essen. Ja, wir fahren weiter. Weiter geht's. Jungs. Jungs. Hm, was sind wir? Sind wir da? Was ist los? Wo sind die? Wie viele Kilometer noch? Muss ich Pause machen oder was? Ich bin todmüde. Was mit dir? Ich also fahren, Digga. Ja. Jungs, ich kann nicht mehr rüber. Ganzen Tag in Kroatien schlafen und jetzt kann ich nicht mehr. Pass auf, fahr mal halbe Stunde, danach fahre ich. Komm, diese Autobahn ist chillig. Pass auf, fahr mal diese Autobahn, danach fahre ich. Kommt, Jungs, das kann nicht euer Ernst sein, Alter. Ich bin die ganze Zeit gefahren. Albanien, Kurdistan, überall bin ich gefahren, Digga. Hey, wo bist du denn gefahren? Seit Kroatien liegst du hinten, Osan, bitte, ja. Ja, und seit Griechenland bin ich gefahren. Und ich denke, wir sind angekommen. Er hält an, weil er nicht mehr kann hier. Digga, wir haben uns verfahren. Ein Internet-Website-Programmierer.
Aha, unser Hotel. So, runter. Fahr geradeaus, fahr geradeaus. Flughafen, Flughafen einfach, Flughafen. Hier trinken wir einfach. Einfach draus trinken, sagst du? Einfach duschen gehen, weißt du, was ich meine? Freunde, ich sitze gerade auf Klo und schneide das Video. Teil haben wir gar nicht so viel gefilmt. Das lag halt daran, dass wir nur am Auto fahren. Und ich sag euch ehrlich, ne, wir hatten viel Geld dabei, viele Wertsachen. Im Dunkeln in einem Land zu sein, wo man sowieso keine Kontakte hat, dies, das, ich dachte mir, scheiß drauf. Wir waren in Albanien, es ist genau da, in Albanien, stockdunkel geworden. Ich dachte mir, tamam, Boro. Bruder, auf einmal kamen so Waldwege, ne, die habe ich gar nicht gefilmt. Jungs, ich sag es euch. Ich wollte einfach nur so schnell wie möglich nach Griechenland. Ich habe Durchfall bekommen von der ganzen Reise, Bruder. Ich bin am Ende, Digga. Ich will es kurz halten, Digga. Wenn euch das gefallen hat, macht einfach gar nichts. Und weil ihr das euch so gewünscht habt, tsch, 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 tsch